Riesenturlauf und Super-G-Training auf dem Gletscher. Wochenlang hat sich Elisabeth Reisinger in der Schweiz und in Österreich vorbereitet. Jetzt ist es soweit. Knapp 2 Jahre nach ihrem Horrorsturz in Crans-Montana feiert sie im kanadischen Nobelskiort Lake Louise ihr Weltcup-Comeback. Vor dem Abflug nach Nordamerika haben wir die Müllviertlerin noch beim Fotoshooting in der Fliesenfirma Caramo getroffen. Auf der Piste ist die 25-Jährige mittlerweile wieder schmerzfrei. Das Knie hält. Schwierig war vor allem die Rückkehr auf die über 2 Meter langen Ski. Wurscht, bleib drauf. Es ist natürlich ungewohnt, nach 1,5 Jahren oder ein bisschen länger sogar wieder auf die Super-G-Ski zu stehen. War ungewohnt, so lange Abstände zu fahren. Ich habe momentan gar nicht recht gewusst, wo ich da jetzt rumfahren sollte, aber es hat sich gleich wieder gelegt. Also, und nach den ersten paar Fahrten war das wieder selbstverständlich und habe gut trainieren können. Beim ersten Abfahrtstraining in Lake Louise hat die Peilsteinerin noch den 28. Platz belegt. Bei den Gletschertrainings mit den Teamkolleginnen hat sich gezeigt, Elisabeth Reisinger steht wieder sicher am Ski. Und vor allem, sie ist schnell. Natürlich schaut man jetzt schon ein bisschen auf die Zeit, aber Zeit ist im Moment bei mir nur zweitrangig, sage ich einmal. Wichtig ist, dass einfach das Gefühl wieder kommt, dass ich mit den Ski vertraut werde wieder. Und ja, ich habe da ein gutes Gefühl und glaube, dass das dann auch für den nächsten Trainings und für die Rennen dann sehr gut passen wird. Da machen wir ein paar in Kamera. Ein gutes Gefühl hat sie mittlerweile auch vor der Kamera. Die 25-Jährige ist Markenbotschafterin. Es macht Spaß, mit der Fotografin und auch mit der Friseurin zusammenzuarbeiten oder auch mit dem Christoph. Die Elisabeth ist aus Müllviertel, ist eine Top-Markenbotschafterin für Caramo. Und wir haben es bei den letzten Kampagnen schon gesehen, dass das gut auch kommt bei den Leuten. Es sind lässige Bühlen gewesen. Etwa beim Gemüseschneiden in der Küche, im Badezimmer, genau, so ist cool, oder im Hotel. Quasi die zweite Heimat von Spitzensportlern. Es gibt sehr viele unterschiedliche Hotelzimmer, würde ich sagen. Also von ganz klar bis ganz groß. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass man viel Platz hat, weil wir reisen doch mit sehr viel Gepäck um. Und zu zweit im Zimmer kommt da ganz schön viel Zeug zusammen. Und wenn das klar ist, dann ist das einfach nicht so gemütlich, sage ich mal. Und nochmal Blick zu mir. Die meisten Hotelzimmer haben einfach doch einen Teppichboden, weil das, ja, ich glaube, das war früher Standard, aber ich finde es feiner, wenn der Teppichboden weg ist und wenn da einfach ein bisschen hygienischer Boden drinnen ist, da haben sicher die Fliesen kein Nachteil. Das erkennen auch immer mehr Hotels. Sie steigen von Teppichböden auf Fliesenböden um, wie etwa das Aviva in St. Stephan am Walde. Teppichböden kommen eigentlich raus, es kommen Fliesenböden rein, Hygiene ist ein Riesenthema geworden, es geht leicht zum Reinigen, es kommt keiner Kratzer nicht rein, also es sind wirklich ganz viele Vorteile, was eigentlich ein Fliesen hat. Etwa 6 Stunden hat sich Elisabeth Reisinger beim Fotoshooting konzentriert. Normalerweise ist die Speed-Spezialistin nach spätestens 2 Minuten im Ziel. Je schneller sie bei ihrem Comeback in Lake Louise ist, desto besser. Im Optimalfall gibt es schon beim ersten Rennen am Freitag Weltcup-Punkte.